Sehr geehrte Damen und Herren, recht herzlich willkommen zur Präsentation Aarburg Packaging. In der folgenden Präsentation werde ich Ihnen einen Überblick über die Branche Packaging bei Aarburg geben und welche technischen Lösungen wir für die hohen Anforderungen des Verpackungsmarkts hinsichtlich der Produktionseffizienz bieten. Mein Name ist Bertram Stern, ich bin der Sales Manager Packaging und verantwortlich für die Branche Packaging bei Aarburg. Verpackungen sind individuell. Es gibt heutzutage eine große Anzahl oder Vielzahl von unterschiedlichen Verpackungen, unterschiedliche Abmaße, Ausführungen, aber auch eine unterschiedliche Anzahl von Herstellungsverfahren. Wir bei Aarburg konzentrieren uns auf spritzgegossene Verpackungen und unterscheiden hier zwischen zwei Hauptanwendungsbereichen. Zum einen der Dünnwandbereich, darunter fallen Dünnwandbecher, Container, rund, rechteckig, unterschiedlicher Größe und Abmaße. Mit IML oder aber auch ohne. Des Weiteren, der zweite Anwend oder der, ein weiterer Anwendungsbereich sind dann hierunter die Deckel sowie aber auch Eimer unterschiedlicher Größe je nach Anwendung. Der zweite Anwendungsbereich ist der Anwendungsbereich der Verschlüsse. Hierunter fallen Schraubkappen für Getränkeverschlüsse, aber auch Verschlüsse für Scharniere, für den Homecare-Produkte, aber auch Sonderverschlüsse im 2K-Anwendungsbereich für Shampoo-Flaschen beispielsweise. Generell bei Aarburg werden die Verpackungen im Bereich der Lebensmittel, aber auch Getränkeverpackungen angewendet, sowie Homecare-Produkte, Kosmetikprodukte und sonstige Anwendungen, die nicht in diese beiden Bereiche fallen, aber in Dünnwand anzusiedeln sind oder auch in Sonderverschlüsse, werden bei Aarburg als Packaging gesehen. Ja, wir haben ein breites Anforderungsspektrum. Hierunter fallen dann aber auch solche Themen wie Nachhaltigkeit, alternative Materialien, Ressourcenschonung sind Themen, die uns immer mehr und mehr befassen und wo wir immer mehr und mehr Anforderungen von unseren Kunden erhalten. Im Fokus hierbei steht aber immer die Produktivität sowie die höchste Produktionseffizienz, um eine Herstellung von Verpackungen so effizient wie nur möglich zu gestalten. Die Anforderungen generell definieren dann letztendlich die Maschinentechnologie. Und hier sind die Voraussetzungen zum einen ein umfassendes Know-how der Markt- und aber auch Kundenanforderungen sowie ein breites Anwendungswissen von Maschinentechnologie, Werkzeugtechnologie, aber auch Verfahrenstechnik. Im Allgemeinen ist dann auch zu beachten die Integration von Peripheriegeräten sowie Automationen für die Fertigstellung oder Herstellung von sogenannten Zellen oder ganzen Anwendungskonzepten. Und für diesen Anwendungsbereich gibt es bei Aarburg eine spezielle Maschinenreihe oder Maschinenserie, der Allrounder für Packaging-Anwendungen. Was bedeutet das im Allgemeinen oder im Generellen? Allgemein ist der Allrounder für Packaging-Anwendungen eine Hybridmaschine oder eben auch eine voll elektrische Maschine, je nach Anwendungsbeispiel, je nach Anforderung. Kann hier entschieden werden, ob man auf ein hybrides Antriebskonzept oder ein voll elektrisches Antriebskonzept geht. Im Vordergrund bei dem hybriden Allrounder steht zum einen das dynamische Einspritzen, der dynamische Einspritzvolumenstrom, um schnellste Zykluszeiten und schnelle Füllzeiten zu realisieren. Angetrieben wird in beiden Beispielen die elektrische Schließeinheit über einen servoelektrischen Kniehebel, um schnelle, aber auch präzise Werkzeugbewegungen zu realisieren. Des Weiteren bietet die Maschinenreihe eine Barriereschnecke sowie servoelektrische Dosierantriebe, um diese hohe Plastifizierleistungen und auch Anforderungen gerecht zu werden. Ja, was sind die Vorteile und der Nutzen von so einer Maschine und so einer speziellen Ausführung? Zum einen bietet diese Technologie ein dynamisches Einspritzen durch, wie schon erwähnt, die servoelektrischen Dosierantriebe, aber auch die lagergeregelte Schnecke in Verbindung mit der standardmäßig verwendeten Barriereschnecke. Das angepasste Maschinenkonzept verstärkt zudem durch die FEM-optimierten Aufspannplatten die Verfügbarkeit der Maschine sowie der verstärkte Maschinenständer sorgen für eine hohe Stabilität und hohe Verfügbarkeit über den gesamten Produktionsprozess hinweg. Die intuitive Maschinensteuerung sowie die Assistenzpakete verstärken und unterstützen die Bedienerfreundlichkeit bei der Produktion von unterschiedlichen Verpackungsanwendungen.
Die schnellen Bewegungen werden durch einen servoelektrischen Kniehebel Schließeinheit realisiert und durch die symmetrische Krafteinleitung wird hier eine präzise Bewegung sichergestellt. Die Spindel für die Auf- und Zubewegung, mit der der Kniehebel betrieben wird, sind alle Direktantriebe und sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Im Fokus steht bei den Anwendungen immer die wirtschaftlichste Lösung im Hinblick auf Energie- und Ressourceneffizienz. Hierzu arbeiten wir fachübergreifend in speziellen Teams zusammen, in denen wir uns abstimmen, entsprechend den Anforderungen, aber auch projektbezogen. Des Weiteren nutzen wir die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern in den Bereichen Werkzeugbau und Automatisierung, um so die passende Lösung entsprechend den Anforderungen zu bieten. Des Weiteren ist eine umfassende Betreuung und Beratung der Kunden von der Konzeption, von dem ersten Start bis hin zur fertigen Serienfertigung unser Anliegen. Darüber hinaus bietet der weltweite und schnelle Service auch einen Support und Unterstützung über den reinen Verkaufsprozess hinaus. Daher setzt sich der Nutzen ist unsere Überzeugung und Philosophie, dass durch geeignete Maschinentechnologie sowie Know-how, Erfahrung und kontinuierliche Forschung und Entwicklungsprozesse einen Mehrwert und Nutzen für die entsprechenden Anforderungen zu generieren. Ein Maximum an Produktionseffizienz resultiert daher aus der hohen Qualität, aus modernster Technologie und der höchsten Verfügbarkeit unserer Maschinen in Verbindung mit kürzesten Zykluszeiten und einer maximalen Zuverlässigkeit. Und in der Übersicht nochmal dargestellt, sind die Vorteile und der damit einhergehende Nutzen der Maschinentechnologie in Bezug auf die Produktionseffizienz. Das dynamische Einspritzen hat den Vorteil, dass zum einen kurze Füllzeiten realisiert werden können, was für Verpackungsanwendungen elementar wichtig ist und sehr stark nachgefragt wird, aber auch die gleichbleibende und hohe Teilequalität über den gesamten Produktionsprozess hinaus kann durch diese Technologie sichergestellt werden. Das angepasste Maschinenkonzept hat den Vorteil, dass über den Produktionsprozess eine minimierte Fehlerteilquote erreicht werden kann und gleichzeitig auch die hohe Maschinenverfügbarkeit über einen langen Zeitraum. Die schnellen Bewegungen führen zu einer Zykluszeiteinsparung, zu kürzesten Zykluszeiten und führen dazu, dass eine schnelle Amortisierung der Investitionskosten realisiert werden kann. Im Detail sieht das Ganze dann wie folgt aus, wenn wir nochmal auf das dynamische Einspritzen und die hohe Einspritzleistung gehen. Je nach Anforderung bzw. je nach Anwendung gibt es unterschiedliche bzw. angepasste Antriebstechnologien. Beispielsweise bei Dünnwandartikeln und Dünnwandanwendungen wird hauptsächlich Material PP mit einem hohen MFI verwendet. Hier kommt dann unsere Antriebstechnologie mit einer hohen Umfangsgeschwindigkeit zum Einsatz. Hingegen bei Schraubkappenanwendungen, wo ein Material beispielsweise PE eingesetzt wird, mit einem eher niedrigen MFI, sprich einer hohen Viskosität, wird dann eine Antriebstechnologie mit einem hohen Drehmoment verwendet. Die hohe Beschleunigung und das schnelle Abbremsen durch die lagergeregelte Schnecke führen zu den kürzesten Füllzeiten und zu einer gleichbleibenden Teilequalität. Darüber hinaus die hohe Präzision, aber auch in Kombination mit der Hydraulikspeichertechnik sorgen für ein dynamisches und gleichbleibendes Einspritzen. Das angepasste Maschinenkonzept der Schließeinheit des elektrischen Kniehebels hier dargestellt. Hier wird durch den Kniehebel eine symmetrische Krafteinleitung umgesetzt und sichergestellt. Gleichzeitig aber auch gibt es in der Packaging-Ausführung werden FEM-optimierte Aufspannplatten eingesetzt mit beidseitig verstärkten Platten, die wiederum den Vorteil haben, dass es keine Durchbiegung der Platten gibt bei den sehr hohen Einspritzgeschwindigkeiten, aber auch speziell bei den Einspritzdrücken. Gleichzeitig ist die Kniehebelkinematik mittels Direktantriebe angesteuert, wobei die Antriebsspindeln wassergekühlt sind, um eben den hohen Belastungen
standzuhalten und Wartungen vorzubeugen. Und um diesen schnellen Bewegungen standzuhalten, ist zwangsläufig auch eine hohe Stabilität und Steifigkeit des Maschinenständers erforderlich, weshalb bei diesen Maschinen oder bei diesen Anwendungen ein verstärkter Maschinenständer zum Einsatz kommt. Wie man hier in der Präsentation sehr gut sieht, sind zusätzliche Profile in den Maschinenständer eingearbeitet. Ja, in welchen Bereichen findet diese Maschinentechnologie und dieses Know-how Anwendungen und welche Technologien gibt es abseits der standardmäßigen Packaging-Maschine noch? Ja, eine Technologie bzw. ein Markt, der mehr und mehr in den Fokus von unseren Kunden, aber auch den Endverbrauchern rückt, ist der Bereich der Kaffeekapseln, welche überwiegend oder verstärkt aus Kunststoff hergestellt werden. Und um hier den Anforderungen gerecht zu werden hinsichtlich Haltbarkeit, aber auch Aromaschutz und Langlebigkeit, wird hier die Barrieretechnologie eingesetzt. Hier gibt es bei Arburg durch die zwei Komponenten Maschinen und Technologie eine spezielle Baureihe. Hier wird ein zweites Spritzaggregat auf die feste Werkzeugplatte aufgesetzt, wodurch dann eine zweite Materialkomponente mit Barriereschichtfunktionen, beispielsweise EVH, zwischen die herkömmlichen PP-Schichten mit eingespritzt werden, um eben diese Barriereschicht zu erhalten. Dazu erforderlich ist zum einen simultane Bewegungen von beiden Spritzeinheiten erforderlich, sowie servoelektrische Antriebe, um dies sicherzustellen. Und das können wir durch unsere Maschinentechnologie, aber auch durch diese Logica, durch unsere eigene Maschinensteuerung sicherstellen. Die Vorteile der Barrieretechnologie sind, wie erwähnt, die längere Haltbarkeit, aber auch der Aromaschutz. Das heißt, es geht kein Aroma durch die Kunststoffschicht verloren. Die Barriereschicht verhindert eben einen Austausch von Aromen und bietet so eine längere Haltbarkeit. Des Weiteren ist dadurch keine Umverpackung notwendig, wie beispielsweise eine Aluminiumverpackung, weshalb diese Technologie den Vorteil hat, dass Material und somit auch Ressourcen eingespart werden können. Des Weiteren bietet die Technologie durch Verwendung von der EML-Technologie die Dekoration und Funktionalität in einem. Sprich, die Kaffeekapsel kann je nach Anforderung und Kundenwunsch individuell gestaltet werden. Ja, ein weiterer Bereich der innovativen Maschinentechnologie und Verfahrenstechnologie ist die Würfeltechnologie. Die Würfeltechnologie hat den Vorteil, dass eine doppelte Anzahl an Kavitäten bei beispielsweise gleicher Maschinengröße verwendet werden kann, was dazu führt, dass der Output bzw. die Ausbringungsmenge erhöht werden kann. Gleichzeitig bietet aber auch diese Technologie durch die Werkzeugbewegungen ein Füllen, aber auch das Kühlen und Entnehmen zyklusneutral. Gleiches gilt dann für Einlegen, Montieren und Prüfen. Bei Arburg gibt es dazu zwei Maschinengrundtypen. Jedoch ist jede einzelne Anwendung den Kundenanforderungen entsprechend maßgeschneidert und eine Komplettlösung von Arburg. Die Vorteile nochmal zusammengefasst sind Produktivität, die um bis zu 100% gesteigert werden kann, somit auch die Stückkosten reduziert werden können in Abhängigkeit von der erforderlichen Ausbringungsmenge pro Jahr. Des Weiteren bietet die Steuerung sowie die angepassten Assistenzpakete je nach Anforderungen eine Optimierung des gesamten Prozesses, wodurch ein komplexer Ablauf sehr übersichtlich dargestellt werden kann, aber auch hinsichtlich Wartung gibt es Assistenzpakete, die hier rechtzeitig für den Service verwendet werden können. Ja, zum Fazit und zum Ausblick nochmal zusammengefasst: Was bietet Arburg? Was ist unsere Philosophie? Wie erwähnt, arbeiten wir in fachübergreifenden oder abteilungsübergreifenden Projektgruppen zusammen und bieten so ein breites Fachwissen und können unsere Synergien entsprechend den Anforderungen anwenden. Hinsichtlich der Werkzeugtechnologie, aber auch speziell der Verfahrenstechnik
je nach Kundenanforderungen, aber auch bei der Bauteilanforderung oder bei der Bauteilgestaltung können wir durch die übergreifende Expertise jeweils unterstützen. Die Maschinen- und Automationstechnik wird dann entsprechend den Anforderungen angepasst, sodass wir auch Gesamtanlagen bieten. Ja, nochmal auf die einzelnen Punkte einzugehen. Das modulare Maschinenkonzept ist entsprechend den Anforderungen anpassbar. Je nach Bauteil, je nach Anzahl der Kavitäten kann die Maschinengröße variieren und ist dann immer richtig angepasst. Die Zuverlässigkeit steht dabei im Vordergrund durch Condition Monitoring, aber auch den eigenen ARBOC Remote Service bietet hier einen Mehrwert und Nutzen. Die Antriebstechnik, die angepasst ist an das Bauteil selbst, mit der zum einen hohe Umfangsgeschwindigkeiten, aber auch hohes Drehmoment realisiert werden kann. Gleichzeitig die hohe Einspritzdynamik und die kurzen Füllzeiten durch das hybride Konzept der Maschine und die Speichertechnologie. Darüber hinaus bietet die Packaging-Ausführung im Bereich Packaging die Besonderheit, dass Bauteile mit einem Fließweg-Wandstärkenverhältnis angefangen bei 200, aber auch bis zu 400 realisiert werden können und schnell laufende Anwendungen, beginnend schneller alles, was 8 Sekunden beträgt, aber auch dann High-End-Anwendungen, bitte beachten in Abhängigkeit der Anwendung, 2 Sekunden, 3 Sekunden oder auch 4 Sekunden, je nach Bauteilgeometrie, Werkzeugtechnologie und Peripherietechnologie. Das intuitive Steuerungskonzept unterstützt dann die Bedienfreundlichkeit durch praxisnahe Assistenzpakete und den Ablaufeditor, weshalb diese Technologie einen gesamtheitlichen Mehrwert bietet. Ja, wie wir gehört haben, sind die Anforderungen im Bereich Packaging sehr vielfältig. Die Produktgestaltung steht hierbei im Vordergrund, aber auch die Wiederverwendung von Materialien sowie die Ressourcenschonung von Produkten, aber auch die Abfallvermeidung. Diese ganzen Punkte sind aktuell zusammengefasst unter einem sehr allgegenwärtigen Begriff der Circular Economy. Und als branchenübergreifendes Thema wird die Circular Economy auch auf dem ARBOC Packaging Summit, welcher im Juni stattfindet, thematisiert und dient als Hinleitung oder Herleitung für das K-Jahr 2019, wo wir auch auf der Messe dieses Thema thematisieren werden. Denn eins ist festzuhalten, Verpackungen sind heute allgegenwärtig und in einer Vielzahl von Anwendungen zu finden. Und ja, die Anforderungen sind hier sehr speziell und auch sehr komplex hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit, aber auch, wie wir schon gesehen oder wie wir hier sehen, hinsichtlich der Nachhaltigkeit. Und wir als ARBOC, als Maschinenbauer, wir verstehen uns hierbei als ein Teil der Lösung, um mit dieser angepassten Maschinentechnologie zu einer maximalen Produktionseffizienz beizutragen und mit möglichst geringem Ressourcenverbrauch eine nachhaltige Produktion, aber auch dann die Verpackung letztendlich selbst zu realisieren. Und mit diesen Worten bin ich am Ende von meiner Präsentation und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich über den weiteren Austausch mit Ihnen. Bei Fragen oder Themen können Sie mich gerne jederzeit kontaktieren. Vielen Dank.